Von Kolonialismus, okay. Die Sternenkunde ist es, die eine Seele nötigt, ihren Blick nach dem Überirdischen zu richten und sie aus dieser Welt in eine andere führt. Muss auf einem Hügel neben einem Berg gebaut sein. Ein Diplomatie-Politik-Platz. Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich sage, muss ich. Eigentlich muss ich es haben. Und ich muss es auch haben. Vielleicht sollten wir nach den acht Runden doch mal die Wunderkarte nochmal reinsetzen. Das ist ein Hügel. Hier war kein Handwerker mehr, den müsste ich vorher noch. Wir haben keinen Hügel neben Berg, ne? Das dauert mir zu lange. Und das auch. Bleibt nur Deli. Na gut, gucken wir mal. Das habe ich weggemacht, da kommt das Aquädukt hin. Schließen wir das erstmal an. Lass mal Milch. So, der kommt hier runter. Der Händler macht einen Weg nach Delhi. 3 Produktion. Jetzt brauchen wir noch 21. Nummer 16. Das ist schon ein Unterschied. Du kriegst gerade wieder Futter hier. Tot. Plus 4? Ne, plus 1. Schade. Hätte ja sein können. Da ist noch mehr. Da ist auf jeden Fall noch mehr. Hier. Sieht man schon. Irgendwo müssen die ganzen anderen Völker sein, ne? So. Kalkutta. Was du machen? 10 Runden, nee. Universität 22. Ich brauche da um die Produktion rein, ne. Was ist denn das nächste? Eigentlich brauche ich die beiden Plätze. Auf ein Industriegebiet. Dann muss ich zusehen, dass ich hier oben noch irgendwo eine Stadt hinkriege. Dass ich die ja auch noch mit Minen voll kriege. Ich meine, die bringen ja jetzt wenigstens schon mal einen Produktionspunkt, aber. Das wird natürlich mehr bringen mit dem Feld. Ich weiß noch nicht, was ich hier machen soll. Ein Punkt mehr gewesen. Klingt schon mal ein bisschen. Ein Handelszentrum. Theaterplatz. Ein Unterhaltungskomplex. Unterhaltungskomplex haben wir da. Theaterplatz haben wir noch. Gar nicht. Großen Leuchtturm. Ich bin gerade unentschlossen. Wir machen erstmal einen Theaterplatz. Hier vorne. So. Forschung.
Ja, da bräuchte man die Gildenausrichtung, dann ist das weniger. Sägewerk, dann ist das weniger. Sägewerke kann man machen. Bombarden werden wir sowieso nicht zusammenkriegen. Musketiere, Schießpulver, baut eine Waffenkammer. Das kommt eventuell gleich noch. Baut ein Sägewerk. Bauen wir das erstmal an. Schauen wir mal. Ja, machen wir erstmal die Runde zu Ende. Wohnraum brauchen wir auch. Freundschaft abgelaufen. Okay. Oh. Da hinten ist er. Okay. Interessant. Bei meinem ist Missionar. Gut. Machen wir die Pferde. Eigentlich können wir hier auch ein Sägewerk errichten. Haben wir das schon mal gemacht? Weil da kommt das Wunder hin, ne? Da ist das Industriegebiet. Das ist nur Wald. Das und das aber nicht. Der hat 6. Der kann genug machen. Wir können auch erst hier den Wald abholzen. Mauer. Dann noch 40. Dann gehen wir gleich darüber. Du gehst hier hin. Oh. Und überspringen. Muss der entwassern. Ja, du kannst jetzt, glaube ich, ein bisschen hochgehen. Ja. Solltest du jetzt wieder hinkriegen. Den gehen wir hier hin. Und hier durch. Und hier durch. Dann haben wir in denen die Produktion, ja. Aber erst noch schnell Handwerker. Dann kommen wir den Palast. Ja. Machen wir. Ich will den ja hier hin, aber ich will das vorher abholzen. Das lohnt sich sonst nicht. Ja, gut, nächste Runde. Okay. Ja, ja. Eine Freundin sollte man haben, auch wenn es die Engländerin ist. Immerhin ist die auf meiner Insel hier. Bisschen weniger Stress. Du gehst jetzt dahin. Du gehst hier raus. Was hast du? Bügel. Gut. Ich bin auf Wald. Verteidigung 3. Sollte klappen. Ja, Hälfte, Hälfte. Gut, gehen wir hier durch. Gehen wir einen hoch, hier unten sind schon die Platten. Gehen wir da drauf. So, was haben wir hier? Produktion.
Aquädukt habe ich gesagt, ne? Dann kannst du da den Regenwald entfernen. Aber eigentlich einen Hügel nehmen. Hier erstmal ein Sägewerk. Genau. kann man eigentlich eine Mine hinmachen, wollte ich gerade sagen. Aber gucken wir mal. Ja. Nächste Runde. Ja, greift an. Bierter. Hm? Nicht? Warum nicht? Flankierungsbonus haben oder was? Ungünstiges Gelände. Nehmen wir erst den. Steht auf besserem Gelände. Hallo Katrin. Ja, da das Sägewerk. So, und was haben wir hier? Irgendwas Schönes? Ja, ein Stadtstaat. Kumansi. Beeinflusst durch zwei Unbekannte. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Wie geht's dir so? So. Kommen wir hier über den Fluss. Ja. Hier schön an der Küste lang. Wissen wir genau, wie groß die Insel ist. Nächste Runde. Was machen die Barbaren hier oben? Ins Unglück laufen? Ja, tun sie. Ich muss zwar immer wieder heilen. Super, ist gut. Ich muss zwar immer wieder heilen, aber dafür mache ich 2-3 Einheiten in der Zeit kaputt. So, euer Versprechen gehalten. Ihr habt nicht in der Nähe vom Englischen Reich gesiedelt. Ha, sag ich doch. Was macht ihr denn hier? Ich hab da gerade keine Lust drauf, dass ihr dann vor Hinterrücks doch Krieg erklärt. So. Einheiten. Sägewerk. Kriegen wir den Bonus. Dadurch ist Massenproduktion in 2 Runden fertig. Ja. So. Da roden wir das ab. Wir haben zwar Wohnraumprobleme, aber das muss jetzt noch. Das muss jetzt noch einmal durch hier. So. Der ist auch hier. Das ist schön. Das ist nirgendwo, da wird kein Sägewerk gemacht. Aber es wird abgerodet. Und das sind wieder 6 Runden gewesen. Okay. Läuft. Reicht irgendwie immer, aber läuft. Also 4 Runden muss ich noch irgendwas anderes machen. Dann kann ich das Wunder da hinsetzen. Dann machen wir doch die Waffenkammer. Und nach 27? Ja, cool. Stimmt, ich glaube, du hattest gestern oder vorgestern gepostet, 28 oder 29, ja. Cool, super. Freut mich für dich.
Здравствуйте. О. Я царь Петр. Достойный правитель, подобный вам, должен ценить все самое изысканное. Любите ли вы искусство, подобно мне? Unser russischer Freund. Das ist mir eine Ehre, dich hier kennenzulernen. Gut, schön. Wo sitzt er denn? Da hinten ganz. Okay. Wie weit ist denn das hier? Hey. Kollege. Was haben wir hier noch? Phew, weitreichende Ländereien. Sieht momentan noch ziemlich unbewohnt aus da hinten. Okay. Erste Runde. Hatte ich nicht hier eigentlich ein bisschen dahin geschickt? Ja. Oh, wieder ein Barbarendorf irgendwo. Mal gucken. Oben, das ist immer noch da. Das auch. Das will ich ja gleich wegmachen. Ich glaube, bei mir ist keins zum Kommen. Dann irgendwo anders, wo ich was aufgedeckt habe. Gut. Bei welchem Handwerker war ich denn jetzt? Da. So. Ja, warum nicht? Mein Gott. Wenn man sich freut, soll man das auch zeigen, ne? Schon richtig. So. Den Stein anschließen, das bringt auch einiges an Produktion. Hier kann da jetzt theoretisch, ja, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch eine Mine bauen. Schön. Das benutzt er auf jeden Fall, das machen wir fest, genauso wie das. Ja, das hier hinten könnten wir auch beminen, wenn man das so nennen kann. So, genau, du sollst da jetzt auch eine Mine bauen. Geht hier die Produktion auch mal hoch? Das benutzt du auf jeden Fall immer. Jetzt will ich ja eigentlich mal gucken. Okay. Wald, Wald, Wald. Ja, du musst heilen. Hatten wir jetzt eigentlich... Ja, das hatten wir mit reingenommen. Und ich habe immer noch nichts gemacht. Kann das sein? So geht das aber nicht. Da brauche ich Eisen. Muss ich erst anschließen. Das wäre hier. Oder hier. Hinten nicht. Hier auch nirgendwo. Wirklich nur da? Die beiden. Ja. Ach, ja. Da hätten wir noch eine Einheit. Armbrustschützen. Schön. Mal da hoch, weiter. Da haben wir noch eine Einheit. Armbrustschützen. Ach, naja, Hauptsache du fährst. Er freut sich, du freust dich. Ist doch perfekt. So. Hier mal weiter. Hey, weitreichende Ländereien, ja.
Hier oben wäre auch nochmal Eisen. Jetzt aber weiter. Die Leute können da kommt die einer. Die in jeder Farbe haben, solange sie schwarz ist. Schiffswerft, Arsenal von Vindinich. Interessiert mich beides nicht wirklich viel. Aber gehört dazu auf dem Weg. Das wird schon knapper. Okay. Tschüssi, Katrin. Schön, dass du da warst. So, Mine da. Ganz ehrlich. Wir haben ein bisschen gespart. Also Mine auch gleich da. Der hat gemacht eine Mine da. Und er macht eine Mine gleich da. Bleibst hier drinne. Ich muss mal absichern. Du machst die Waffenkammer. Der Handwerker geht jetzt dahin und macht einen Steinbruch da. 21. Das bleibt doch nicht bei 21, oder? Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das und das. Dann bleibt das bei 16. So, wollen wir es doch haben. Was haben wir jetzt noch? Ach, der Missionar. Okay. Kommen wir mal ein bisschen da dran hier. Wie machst du das denn? Religion verbreiten. Da löst sich einer auf. Und jetzt haben wir es auch geschafft. Immerhin. Eure Bezirke an oder neben Küstengeländefeldern bieten plus 2 Kultur. Okay. Naja. Machen wir mal Ausblick hier. Okay. Bin hier erst runter. Bom dia. Sag ich doch. Conhecê-lo pessoalmente. Parece que mentes brilhantes se atraem. Der ist der Brasilianer. Pene, nee, Peter. Natürlich ist uns das eine Ehre und so weiter und so fort und so. Rio de Janeiro, da. Mein Angriffsziel, mein geehrter Peter. So. Was haben wir jetzt gesagt? Waffenkammer sind wir am Bauen. Können wir also Schießbrille nehmen. Und bei dir müssen wir gleich gucken. Waffenkammer sind 2 Runden fertig. Die geht voran, das geht voran. Das ist gleich auch fertig. Ja. Ein bisschen aufpassen hier. Jetzt müssen wir uns früh genug zurückziehen. Eureka fürs Bankwesen. Cool. Ach, wegen Gilden. Ja. Man kann nicht einfach die Leute von der Diebesgilde verhaften. Da hätten wir ja sonst den ganzen Tag zu tun. Das ist richtig. Können wir jetzt was rausnehmen? Ich guck gleich.
Das wird knapp. Oh, du willst knuffern. So, wen haben wir jetzt noch? Ah ja, das wollen wir machen. Aber für die Waffenkammer jetzt nur. Mal irgendwas anbauen gleich. Können wir bestimmt. Für den einen Punkt Waffenkammer will ich das jetzt nicht ausgeben. Runde überspringen. Mine bauen. Eisenmine. Ab wann? Ja, das Fabrik haben wir ja nicht. Aber wir haben jetzt Eisen. Wir haben jetzt einmal Eisen. Wir können den zum Schwertkämpfer hochmachen. Schön, schön. Dann haben wir theoretisch den zum Schwertkämpfer hochgemacht. Wir haben den zum Armbrustschützen, den zum Armbrustschützen, den leider noch nicht. Weiß ich nicht, ob wir die Karte drinnen lassen. Kommt auch auf die Ausrichtung an. Wir haben jetzt drei Möglichkeiten. Göttliches Recht, was wir eigentlich nicht brauchen. Dann Humanismus. Was mit der Karte natürlich nicht schlecht ist. Ja. Immer an den Humanismus. Großen Künstler kriegen wir bis dahin sowieso nicht. Wen haben wir jetzt noch? Mina. Auch fest. Oh, du hast hier eine Mine gebaut. Hast jetzt noch eine Aktion. Könnten die beiden anschließen. Bringt uns aber gerade nicht so viel wie andere Sachen. Der hat jetzt 6 von 7. Wir machen den Regenwald weg. Es bringt uns Baugeschwindigkeit und Nahrung. Ja, wollte nicht noch irgendjemand? Jakarta, ne? Ja, gehen wir jetzt hin. Von da aus können wir ja. Da ist noch jemand. So, haben wir die Chinesen auch getroffen. Chinesen. Mag Zivilisationen, die nicht um Wunder wetteifern. Ja, dann magst du uns nicht. Gut, Peter. Mag Zivilisation, die nicht um große Persönlichkeiten wird eifern, ja, da magst du uns nicht. Wen hatten wir noch? Den anderen Peter. Ist Zivilisation, die ihn in der Wissenschaft und der Kultur überflügeln, freundlich gesinnt. Ja, da magst du uns ja. So. So einfach geht das. Wo sind sie denn? Ach, direkt hier. Bin ich direkt dran. Ja? Dann sind die ja ziemlich nah aneinander. Chinesen und die Brasilianer. Gut, gut. Sumerer sind... die Russen sind da unten und die Sumerer sind hier. Ah ja, und von den Arabern reden wir mal nicht. Gut. Nächste Runde. Das werde ich mir angucken.
kann natürlich gut sein, dass hier oben noch eins ist. Ja. Ach. Wieder mal nicht drauf geachtet. So, schön und schön. Jetzt aber. Schön drauf achten. Hm. Das wird knapp. Dieselpulver, ja, schön. Sollte aber klappen. Kann das sein, dass wir die Politik jetzt nicht geändert haben? Nein, haben wir nicht, ne? Na gut. Okay. Pech. Was? Stadtstaat? Jerewan. Schon durch Sumerien und England. Durch England? Okay. Gut, dann durch England. Ist okay. Du gehst da hin. Du bleibst hier verschanzt. Du... Ja, machst du zwei Sachen. Da hast du die Mine, das dauert noch. Da hinten kannst du noch eine Mine. Jetzt brauchen wir hier eine Produktion, eine vernünftige. Bevor wir das machen. Ich glaube, ich mache die Universität an. Mach das dann. Sind das nur noch 4 Runden? Und setzen jetzt den Palast hier hin. So. Aha, haha, haha. Weil Bibliotheken müssen wir sowieso bauen. Machen wir auch nach dem Weltwunder. Außer es kommt noch irgendwie ein Händler mal kurz zwischen oder so. Du gehst dann auch weiter nach da. Der hat noch 3 Aktionen. Die können wir noch voll ausnutzen. Der braucht Wohnraum danach. Das heißt, die können wir noch nicht wegmachen. Wir können aber... Das ist ein Hügel. Da können wir die Bäume dann wegmachen. Ja, ich gehe jetzt nach oben. Ich hoffe ja noch irgendwie so ein bisschen was zu sehen, was die noch nicht gesehen haben. Vielleicht eine Stadtstadt, wo ich der Erste bin. Und Gesandte schicken kann ich wieder. 2 Stück. Wir haben jetzt einige Stadtstaaten entdeckt. Da sind wir sozusagen. Da auch, da auch. Wir gehen sehr auf... Na, wir haben 2 Gesandte. Wir sind bisher sehr auf Gold... Industriegebiet gehen wir sowieso immer drauf. Bisschen Kultur haben wir auch schon. Religion brauchen wir nicht so. So zerreden keiner bei Toronto. Jakarta. Das wäre auch Gold. Großer Künstler. Den großen Admiral. Also ich würde Jakarta auf jeden Fall ein. Erstmal wegen dem Gold. Das sind 4 Gold pro Runde mehr. Das bringt noch einiges. Und Kultur.
Oder? Nee, Toronto Produktion. So. So, nächste Runde. Brauchst du eigentlich nur stehen bleiben und kriegst du immer Feinde, ne? Ja, ich weiß, wir haben eine von deinen Städten. Irgendwann haben wir auch die zweite. Ich glaube schon, dass du irgendwann Krieg erklären wirst gegen uns. Das ist mir aber egal. So, schicken wir dich erstmal. Hier unten durch. Da ist auch was. Das ist Russland. Okay. Ja, dann sind wir schon bei denen. Hier habe ich gesagt, ich will das noch abholzen. Machen wir auch. Ein Bürger mehr. Haben aber gleich das Aquädukt auch fertig. Passt. Dich ziehen wir jetzt hierhin zurück, in die eigenen Grenzen. Da hältst du einmal richtig aus und wirst zum Armbrustschützen. So. Wirst hier weiter. Oh, das sieht ja schön aus. Zwei Oasen, kleiner See. Hm. Da hätte man sich mal hinbauen sollen. Aber mit Petra natürlich, ne? So. Medina. Brauche auf jeden Fall Wohnraum. Hab bloß keinen freien Platz. Wie lange habe ich jetzt? Fast 3 Stunden, okay. Sind wir bald am Ende hier. So, wenn wir erst eine Werkstatt bauen, ist das auch scheiße. Wir brauchen Wohnraum. Wir müssen eins davon noch wegmachen. Wo könnten wir denn? Super. Nein, die will ich nicht opfern. Die wollen wir nicht opfern. Dann machen wir eine Werkstatt. Mit dem. Nochmal hier hin, ne? Hügel. Genau. So. Das 10, das 24, da machen wir den aber ja noch weg. Und bei dem haben wir gesagt, bauen wir hier noch einen. Der ist weg. Aber hat einiges gebracht. Und der kommt wieder. Nächste Runde. Irgendjemand braucht noch Befehle. Achso, du bist da. Ja, du kommst ins Lager rein. Kannst du früher schießen. Bist trotzdem sicher. Den Engländern vertraue ich trotzdem nicht. Haben wir jetzt noch irgendein Luxusgut öfter. Das war zum Beispiel mit den Sumerern. Nochmal handeln können. Die haben doch gut Gold. Nee, haben wir nicht. Schade. Schade, schade. Müssen wir uns eventuell nochmal was schnappen irgendwo. Vielleicht wirklich eine Stadt hier oben irgendwo hin machen.
Ich will das Industriegebiet hier irgendwo haben. Da oder da. Ist ja egal. Das sind 4 Plätze. Könnten. Hier an der Seite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Diamanten. 2 Perlen. 1, 2, 3. Fisch. Wäre eine Möglichkeit. Wäre auch keine schlechte Möglichkeit. Nein, nimm's nicht an. No. So. Jetzt aber weiter. Handelsgenehmigung. Ja, Delegation. Schön. Schön, schön. Danke. Nehmen wir gerne an. Wir handeln auch gerne mit euch, sobald wir wieder mehr von den Sachen haben. Wieder irgendwo ein Barbarendorf. Ich glaube, wir gehen hoch. So mal die Grenzen hier. Nach Jerewan. Barbarendorf. Ich hoffe nicht in der Nähe. Nee, hier nicht. Da oben ist es immer noch. Das ist auch noch da. Da wollen wir ja eigentlich hin. Gut. Wenn ich es jetzt nicht übersehen habe, ist es nicht hier auf meinem Kontinent. So, dich entfernen wir. 21 nur noch. Okay. Könnten wir hier oben auch nochmal machen. Du hast ja noch Platz. Was ich jetzt gerade gar nicht so gesehen habe. Was war das nochmal mit dem Stufenbund? Steht da jetzt natürlich so nicht. So. Suche. Stufenbrunnen. Plus 1 Nahrung und plus 1 Wohnraum. Plus 1 Glauben. Also, plus 1 Glauben, wenn angrenzend an eine heiligen Stätte. Okay, ist nicht ganz so wild. Plus 1 Nahrung, wenn angrenzend an einen Bauernhof. Okay. Könnte man Wohnraum und Nahrung. Es würde mir Wohnraum und Nahrung bringen. Wäre da aber auch eine Möglichkeit. Da wäre aber auch ein Sägewerk eine Möglichkeit. Wohnraum haben wir aber auch nicht mehr so viel. Nee, noch nicht. Okay. Guck mal da. Da rum. Um die Ecke. Irgendjemand muss noch. Du bist angekommen, okay. Boah, die machen mir Sorgen, ja? Wie lange braucht er? Zu lange. Ah, wir haben gespart. Wie teuer sind die Sachen? Oder ein Varu. Hundertfünf.
Heil 3. Und Heil 3. Ich glaube, wir bauen Varu. Verkaufen Varu. Ich kaufe noch einen Varu. Ui. Ja, ja, ein dickes Ding. Habt ihr das gesehen? So auf Nummer sicher.